Na, ja, mach mal doch weiter. Eben noch was würde ich dann eben, ja, links dran machen. Batterie geht gut. So, erstmal den Kopf hier los machen. Das sind die zwei längsten Schrauben hier. Von der Seite. Alle links. Das hier was ich jetzt los verschraube, das ist der Kettenspanner, der die Kette hier spannt. Den auf alle Fälle auch lösen. Eigentlich den zuerst, aber braucht man nicht unbedingt, weil wird ja sowieso gewechselt, beziehungsweise kommt ja wieder rein. Also wollen wir euch die Feder entspannen. Beziehungsweise nur eigentlich die große Wirke. Können wir ja machen. Wenn ich mal einen 10er Schlüssel finde, weißt du? Wenn ich meinen 10er jetzt so finde auf dem Schnelle. Ist das ein 10er? Ne, ist ja trotzdem noch. Lalilu, da haben wir das den 10er. So, dann tun wir den auch mal kurz lösen. Aufpassen, wie ich schon sagte, da ist eine Feder drunter. Da ist eine Feder. Wie ich schon sagte, da ist eine Feder. Die muss man aufheben. Die packen wir mal hier ein bisschen hin. So. Mit der Schraube. So. So, jetzt können wir den anderen abmachen. Dann machen wir auch mit zu der Feder und Schraube, damit wir nicht suchen brauchen. Ich hoffe, der Mann erkennt alles soweit. Und das ist der Spanner. Den sollte man eigentlich dann erstmal, wenn man wieder neu einbaut, sollte man den wieder zurückkrispen lassen. Ob wir hier den Hebel ziehen, drücken oder mal kurz zack. So, und so ist er wieder eigentlich einbaufähig. Ne, also erstmal. So, das ist das. Da kommt ja so eine neue Dichtung drauf. Obwohl ist eigentlich noch gut hier. Aber ich habe ja alles neu. So. Jetzt müssen wir die hier lösen. Die vier. Die Kette ist ja schon lose. Wie man sieht hier. Na, die ist jetzt los. Na, weil der Kettenspanner ja ab ist. So, dann sehen wir weiter gleich. So. Ich stelle euch wieder beiseite. Und dann sehen wir weiter. So, wo ist mein Läppchen? Da. So, das ist wieder 10er Schrauben. Soweit ich weiß. Ja. Ah, ganz fest. So. Moment, der war noch nicht auseinander. Na, noch alles frisch. Man sieht's, merkt's. So, da habe ich immer eigentlich gerade den Deckel genommen. Für die Schrauben. Thank you.
Ist aber eine Schraube mit Unterlegscheibe, oder? Hier soll ich das nur. So, noch ein Hinweis. Sozusagen. Ein kleiner Hinweis gebe ich euch noch. Achtet mal drauf. Da unten ist ein X und ein E. Seht ihr das? Die immer unten sein. Das O und X und J oben. Komischerweise. Also nicht verkehrt rum einbauen, weil sonst ist die der Ein- und Auslass, beziehungsweise hier Ein- und Auslass verkehrt rum und das wäre ein bisschen schwachsinnig. Ich glaube nicht, dass er dann laufen würde, weil die Kipphebel haben eine andere, ja, Größenweite oder was weiß ich, wie man das nennt. So. Kann man den hier runterziehen. So, und wie schon sagte, aufpassen. Ja, und das hier ist jetzt die schöne besagte Nockenwelle. Die hier. So, Kette runter. Und das ist die alte Nockenwelle. Und das ist ja, was ich sagte, hier mit den zwei Punkten. Wir müssen dann genau da, wenn ich abgrenzen, dann ist die laufende OT. Aber die wird ja auch neu gemacht. Ja, das ist ja die Steuerkette. Ja, theoretisch könnte man jetzt den Kopf abmachen. Und aufpassen, da Laufbuch, eine Dingsbuchse, die müssen wir auch aufheben. Sieht ein bisschen dunkel aus. Aber eigentlich noch verkraftbar. So, dann wollen wir mal ein bisschen Zimmer und Wischen wegsuchen. Nehmen wir eine neue Rolle. So. Ein bisschen Öl auffangen, beziehungsweise nicht allzu dreckig machen wir. So. Noch weiter im Text. Ja, können wir jetzt schon gesehen. So. Ja, immer noch. Ich hoffe, dass ich den runterkriege. Der wird immer noch nicht so richtig. So, wo ist mein schöner kleiner Motte? Ja. Ich sehe hier noch meine Passhülse rein rausgeflogen. Wie schon sagte, aufpassen, dass die alle da sind. Ja, mal gucken, ob wir den noch runterkriegen. Halt, glaube ich, da war. Da muss ich nochmal nachdenken. Kann ich die nicht so verpassen? Ja, erst die Dichtung abmachen. Jetzt die Dichtung hier abmachen. Wirklich könnte ich eigentlich theoretisch dann. Ja.
Mann, ist das lange her, wo ich das gemacht habe. Lange her, wo ich den letzten Zylinder gewechselt habe. Echt lange her. Aber den Kompressor, also wie es aussieht, weil ja hier ziemlich viel Öl ist, würde ich sagen, hat sich mein Ölabfaller verabschiedet. Und deswegen habe ich den Fresser gekriegt. Seid ihr da am Laufen? Ja. So wie es aussieht. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir den mal da abkriegen. Ja, auch ein Kettenspanner, den müsst ihr auch aufpassen. Meine Kettenführungslinie ist das. So. So, den Kopf runter. Aufpassen, dass die Kette nicht ganz abfliegt. Obwohl meine Brille. Das ist mir nicht mal direkt das Fresser. Das ist so gesehen, könnt ihr das einermaßen erkennen? Eigentlich mehr Dreck, warum er sich da festgefressen hat. Ja, und dadurch Laufspuren am Zylinder. Aber wodurch? Gut aus. Aber ich muss jetzt erstmal eine kurze Pause machen, ich muss den Akku hier von der Dienstcam mal kurz mit nachladen, weil ich gerade nur noch ein Balken. Also bis gleich, bye bye, tschau. Und das war Nachtrag, bevor ich meine Pause mache. Das wird ja jetzt wieder ein heikles Thema werden für mich, weil ja, mal gucken, ob ich das hier ein bisschen beleuchten kann. Ein Fresser in dem Sinne nicht, aber hier. Der lässt sich nicht bewegen. Der hier. Der lässt sich nicht bewegen. Das heißt, der Kölnbolzen sitzt fest. Und das wird ein Akt, den wieder loszukriegen, bis wir so rauszukriegen. Naja, viel Spaß, sag ich mir. Das heißt, ich werde wahrscheinlich heute nicht fertig. Das sehen wir dann später nach der Pause. Scheibenkleister. Naja, okay, bis gleich. Ich mache mal Pause. Tschüss, tschüss. Ja, wie man sieht, bin ich soweit fertig. Da den habe ich schon drauf. Ja, der ist schon drauf. Na, jetzt muss ich noch gucken, den Zylinderkopf noch drauf machen. Dann muss ich den Motor unterbauen. Weil die Buchsen habe ich auch schon getauscht gehabt da.
Wo sieht man das? Da. Die musste ich ja halt auch tauschen. Ja. Und. Ja, sieht aber nicht schlecht aus, ne? Der Zylinder, ne? Hat schon seinen guten Durchmesser. Ja, jetzt wollen wir noch den Zylinderkopf und die Nockenwelle. Dann werde ich wahrscheinlich morgen einbauen können und auch vielleicht starten können, weil ich werde nämlich nachher noch das Öl ablassen, weil ich mache dann auch gleich Ölwechsel. Und ja, dann ist es bis morgen abgelaufen, bis ich dann hier unterbauen kann. Sozusagen. Das war die beste Möglichkeit, würde ich sagen, weil so läuft es einwandfrei durch. Bis Tröpfchen und dann sind wir weiter. Okidoki. Erlebt! Gerade mal kurz durch.